Videoquiz deutsche Städte. Hallo Freunde, Deutschland ist ein großes Land. Stand 2021 gibt es in Deutschland 2054 Städte. Egal, ob die Stadt groß oder klein, modern oder alt ist, überall gibt es etwas Besonderes und Interessantes. Kennt ihr deutsche Städte gut? Heute könnt ihr das prüfen. In diesem Videoquiz stehen 20 Fragen. Testet euer Wissen über deutsche Städte und erfahrt sie besser. Es geht los. Frage Nummer 1. In Deutschland gibt es die sogenannten Stadtstaaten. Welche? A. Berlin, Bremen, Hamburg. B. Bremen, München, Thüringen. C. Niedersachsen, Sachsen, Düsseldorf. Die richtige Antwort ist A. Berlin, Bremen und Hamburg sind Stadtstaaten. Ein Stadtstaat ist gleichzeitig eine Stadt und ein Bundesland. Frage Nummer 2. Welche Stadt Deutschlands ist die größte nach der Fläche und nach der Bewohnerzahl? A. Hamburg, B. München, C. Berlin. Die richtige Antwort ist C. Berlin ist die größte Stadt der Bundesrepublik Deutschland, nicht nur nach der Bevölkerungszahl, sondern auch nach der Fläche. Hier wohnen etwa 3,7 Millionen Menschen, Stand 2020. Die Fläche beträgt 892 Quadratkilometer. Frage Nummer 3. In Deutschland gibt es 4 Millionen Städte. Welche? A. Berlin, München, Hannover, Dresden. B. Berlin, Hamburg, München, Köln. C. Berlin, Köln, Nürnberg, Weimar. Die richtige Antwort ist B. In Deutschland gibt es 4 Millionen Städte. Das sind Berlin, Hamburg, München und Köln. In Berlin leben 3,7 Millionen Einwohner. In Hamburg 1,9 Millionen, in München 1,5 Millionen und in Köln 1,1 Millionen Einwohner. Frage Nummer 4. Das ist die drittgrößte Stadt Deutschlands, die man auf Italienisch Monaco nennt. Die Stadt gilt als auch Sport- und Olympiastadt. Wie heißt sie? A. München, B. Mainz, C. Münster. Die richtige Antwort ist A. Es geht um München. München ist die Landeshauptstadt Bayerns. Sie ist die größte Stadt Bayerns. München gilt als Sport- und Olympiastadt. Die größte Sportveranstaltung hier waren die Olympischen Spiele 1972. Dafür wurde der große und schöne Olympiapark errichtet. Auch der Fußballclub Bayern München, eingetragener Verein, ist ein deutscher Sportverein aus München. Er wurde am 27. Februar 1900 gegründet. Das ist der mitgliederstärkste Sportverein der Welt. Frage Nummer 5. Diese zwei Städte sind erstmals durch die Buchmessen in der ganzen Welt bekannt. Welche Städte sind das? A. Berlin und Dresden, B. Hamburg und Hannover, C. Frankfurt am Main und Leipzig. Die richtige Antwort ist C. Frankfurt am Main und Leipzig gehören zu den wichtigsten Buchmessestädten in Deutschland. Eine Buchmesse informiert über den jeweiligen Buchmarkt. Neben dem klassischen Buch werden auch Online-Produkte, Hörbücher und Comics ausgestellt. Die Frankfurter Buchmesse entwickelte sich im 16. und die Leipziger im 17. Jahrhundert. Die ersten Buchdrucker organisierten damals einen Verlagsbuchhandel. Diese Tradition wurde bewahrt. Heute sind die Frankfurter und die Leipziger Buchmessen die wichtigsten in Deutschland. Frage Nummer 6. In welcher Stadt wurde die erste deutsche Universität gegründet? A. In Heidelberg, B. in Leipzig, C. in Erfurt.
Die richtige Antwort ist A. Die älteste Universität Deutschlands liegt in der Stadt Heidelberg im Bundesland Baden-Württemberg. Ihr voller Name ist Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Die Heidelberger Universität wurde im Jahre 1386 gegründet. Sie gehört auch zu den ältesten Universitäten in Europa. Heute studieren hier fast 30.000 Studenten aus aller Welt. So gilt die Stadt Heidelberg als eine Studentenstadt. Frage Nummer 7. In welcher deutschen Stadt wurde das erste gedruckte Buch erfunden? A. In Frankfurt am Main, B. in Mainz, C. in Köln. Die richtige Antwort ist B. Mainz ist die Landeshauptstadt des Landes Rheinland-Pfalz. Gerade hier entstand zwischen 1452 und 1454 das erste gedruckte Buch, die Gutenberg-Bibel. Johannes Gutenberg schuf in Mainz in seiner Druckerwerkstatt das erste mit beweglichen Lettern gedruckte Buch der westlichen Welt. So breitete sich die Kunst des Buchdrucks in wenigen Jahrzehnten in ganz Europa aus und in den Jahrhunderten danach über die ganze Erde. Heute ist die Gutenberg-Bibel das wichtigste und wertvollste Buch der Druckgeschichte. Frage Nummer 8. In welcher Stadt liegt die sogenannte Museumsinsel? A. In Bonn, B. in Potsdam, C. in Berlin. Die richtige Antwort ist C. Die Museumsinsel liegt im Berliner Zentrum. Das ist einer der herausragenden Museumskomplexe Europas und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Zu der Museumsinsel gehören Bode-Museum, Nationalgalerie, Pergamon-Museum, Neues und Altes Museum. Jedes Museum hat einzigartige Ausstellungen und Sammlungen. Frage Nummer 9. In welcher Stadt liegt die höchste Kirche Deutschlands? A. In Ulm, B. in Köln, C. in Hamburg. Die richtige Antwort ist A. Die höchste Kirche Deutschlands liegt in der Stadt Ulm im Bundesland Baden-Württemberg. Das ist das Ulmer Münster. Es ist 161,53 Meter hoch. Das ist der höchste Kirchturm der Welt. Der Kölner Dom nimmt den zweiten Platz und ist 157,4 Meter hoch. Die St. Petri-Kirche in Hamburg nimmt den dritten Platz. Sie ist 132,2 Meter hoch. Frage Nummer 10. Welche deutsche Stadt ist als zweite Hauptstadt bekannt? A. Nürnberg, B. Düsseldorf, C. Bonn. Die richtige Antwort ist C. Die Stadt Bonn war von 1949 bis 1990 Bundeshauptstadt und bis 1999 Regierungssitz der Bundesrepublik Deutschland. Danach wurde sie zum zweiten Regierungssitz Deutschlands. Seit 1951 befindet sich auch in Bonn ein Sitz der Vereinten Nationen. Frage Nummer 11. In Deutschland gibt es nicht nur den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Es gibt auch die sogenannte fünfte Jahreszeit, ein Karneval. In welcher Stadt findet er statt? A. In Dortmund, B. in Köln, C. in Weimar. Die richtige Antwort ist B. Der Kölner Karneval ist ein Volksfest, das weltweit zu den größten und bekanntesten Karnevalsfesten zählt. Die Karnevalssession oder die fünfte Jahreszeit wird offiziell am 11. im 11., also am 11. November um 11.11 Uhr auf dem Kölner Altermarkt eröffnet. Das ist eine alte Tradition. Kölner Karneval ist sehr beliebt und wird immer in bunten Kostümen und mit lauter Musik gefeiert. Frage Nummer 12. Diese deutsche Stadt im Bundesland Sachsen ist weltweit durch Porzellan bekannt. Hier wurde im 18. Jahrhundert
die erste Porzellanmanufaktur gegründet. Wie heißt diese Stadt? A. Rosenthal, B. Ludwigsburg, C. Meißen. Die richtige Antwort ist C. Meißner Porzellan ist weltweit führende Porzellanmanufaktur. Sie wurde im Jahr 1710 vom Kurfürsten und Herzog von Sachsen und König von Polen August dem Starken gegründet. Die staatliche Porzellanmanufaktur Meißen GmbH gehört heute zu den international bekanntesten und ältesten deutschen Luxusmarken. Frage Nummer 13. Diese bekannteste Bronzestatue stellt einen Esel, einen Hund, eine Katze und einen Hahn dar. Diese Figuren kommen aus einem deutschen Märchen von den Brüdern Grimm. In welcher Stadt steht diese Bronzestatue? A. In Marburg, B. In Braunschweig, C. In Bremen. Die richtige Antwort ist C. Diese bekanntesten Märchenfiguren stammen aus dem Märchen von den Brüdern Grimm, die Bremer Stadtmusikanten. Ihre Statue steht auch auf dem Rathausplatz in Bremen. Diese Bronzestatue wurde von Gerhard Marx im Jahr 1943 eingestellt. Viele Menschen glauben, dass ein Wunsch in Erfüllung geht, wenn man die Vorderbeine des Esels umfasst und sich etwas wünscht. Frage Nummer 14. Wo liegt der größte Seehafen Deutschlands? A. In Bremen, B. In Hamburg, C. In Lübeck. Die richtige Antwort ist B. Der Hamburger Hafen ist der größte Seehafen in Deutschland und ist der drittgrößte Hafen Europas. Die Fläche des Hamburger Hafens beträgt 7200 Hektar. Das ist so groß wie die gesamte Stadtfläche von Köln. Jedes Jahr legen 13.000 Schiffe aus aller Welt hier an. Die Schifffahrtsrouten verbinden den Hamburger Hafen mit mehr als 900 Häfen in über 170 Ländern. Frage Nummer 15. Die Deutschen lieben Weihnachtsmärkte. Insgesamt sind etwa 4.000 von ihnen überall im Land zu finden. Der Christkindlesmarkt ist ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt. Wo ist er zu finden? A. Nürnberg, B. Kiel, C. München. Die richtige Antwort ist A. Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist einer der ältesten und sicher der berühmteste Christkindlesmarkt der Welt. Er findet seit 1628 statt. Jährlich lockt er mehr als 2 Millionen Besucher an. Hier findet man traditionellen, oft handgearbeiteten Weihnachtsschmuck und süße Leckereien wie Lebkuchen und Spekulatius. Zusätzliche Attraktionen sind Kinderweihnacht und Sternenhaus, der Markt der Partnerstädte und der Lichterzug der Nürnberger Kinder. Frage Nummer 16. Das Goethe-Schiller-Denkmal ist das bekannteste Denkmal in dieser Stadt. Es zeigt den deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich von Schiller. Wo steht es? A. In Stuttgart, B. In Weimar, C. In Frankfurt. Die richtige Antwort ist B. Weimar hat Weltruf als Stadt der Dichter und Denker und vor allem von Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller. Diese Klassiker der deutschen Literatur lebten in Weimar und erreichten in ihren Werken den Höhepunkt. Das Goethe-Schiller-Denkmal steht vor dem Deutschen Nationaltheater auf dem Theaterplatz in Weimar. Das Denkmal wurde 1857 vom Dresdner Bildhauer Ernst Ritschel geschaffen. Es ist eines der Hauptwahrzeichen der Stadt. Frage Nummer 17. BMW ist einer der populärsten Automarken in der ganzen Welt. Die Qualität dieser Autos ist hoch
In welcher Stadt liegt der Sitz? A. In Berlin, B. in München, C. in Dortmund. Die richtige Antwort ist B. Die Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft BMW AG ist ein weltweit Automobil- und Motorradhersteller mit Sitz in München, der unter dem Markennamen BMW Group auftritt. BMW gehört zu den 15 größten Autoherstellern der Welt. In München liegt ein schönes BMW-Areal mit BMW-Welt, BMW-Museum, Vierzylinder-Hochhaus, Konzernzentrale und Werkshallen. Frage Nummer 18. Vom Elbufer in dieser Stadt kann man ihre wichtigsten Sehenswürdigkeiten genießen. Brühlsche Terrasse, Frauenkirche, Hofkirche, die Gemäldegalerie, Alte Meister und andere. Um welche Stadt geht es? A. Dresden, B. Lübeck, C. Freiburg. Die richtige Antwort ist A. Dresden ist die Landeshauptstadt Sachsens. Sie gilt als Kunst- und Kulturstadt. Hier gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Dresdens sind Frauenkirche, Semperoper, Dresdner Zwinger, Brühlsche Terrasse, Residenzschloss. Diese Architektur muss jeder sehen. Frage Nummer 19. In welcher Stadt in Bayern findet das weltweit bekannteste Oktoberfest statt? A. In Würzburg, B. in Bamberg, C. in München. Die richtige Antwort ist C. Seit dem Jahr 1810 wird das Oktoberfest auf der Theresienwiese in München ausgerichtet. Das ist das weltweit größte Volksfest. Es wurde erstmals am 17. Oktober 1810 zu Ehren des königlichen Brautpaars Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen veranstaltet. Heute kommen jährlich bis zu 7 Millionen Besucher in die bayerische Hauptstadt München, um das größte Volksfest der Welt mitzuerleben. Viele wissen, Besucher kommen in Lederhosen und Dirndl. So nennt man die bayerische Nationalkleidung. Termin ist Mitte September bis Anfang Oktober. Frage Nummer 20. Das ist die fünftgrößte Stadt Deutschlands. Sie ist das Zentrum vieler deutscher Banken und der Europäischen Zentralbank. Die Stadt wird wegen seiner vielen Hochhäuser oft Manhattan genannt. In dieser Stadt wurde auch Johann Wolfgang von Goethe geboren. Welche Stadt ist das? A. Berlin, B. Frankfurt am Main, C. Schwerin. Die richtige Antwort ist B. Frankfurt am Main liegt im Bundesland Hessen. Sie ist die größte Stadt Hessens und die fünftgrößte Deutschlands. Seit 1998 liegt hier der Sitz der Europäischen Zentralbank. In Frankfurt gibt es viele Wolkenkratzer. Der Main-Tower ist eines der bekanntesten. Frankfurt am Main ist die dynamische und internationale Finanz- und Messestadt mit der imposantesten Skyline Deutschlands. Na, wisst ihr deutsche Städte gut? Und was Neues und Interessantes habt ihr erfahren? Wir hoffen, dass ihr dadurch Deutschland noch besser kennenlernt. Deutsch mit Spaß.